Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Amusement Park Simulator oder willkommen im Bobas Fun Park. Klingt wahrscheinlich auch schöner als dieses Amusement. So, wir haben ein bisschen Geld, was wir einsammeln können. Das ist wunderbar. Da sind auch 25 drin, da ist 0 drin, da sind 50 drin, wunderbar. Also die werden sich hinstellen, dann ist auch schon bezahlt, ne? Das kann man machen. So, ich würde sagen, dass wir uns einmal was zum Essen gönnen. So, wir haben ja 11.33 Uhr, ich habe im Grunde direkt im Anschluss von dem letzten Part, ersten Part, direkt weitergemacht. So, Erfolg abgeschlossen, das ist immer schön. Jawohl. Und Boxmaschine betreiben, jawohl, wunderbar. So kommt Geld in die Kasse, ne? So. Dann werden wir mal das Tanken testen, weil das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Das Fahren ist eigentlich ganz okay. Also mit WASD ganz normal. W, Gas geben. A und D ist dann eben links, rechts. So, was haben wir hier? Auto-Upgrade. Auto-Upgrade-Station. E für Interaktion. Kofferraum. Geschwindigkeit. Beschleunigung, okay. Brauche ich eigentlich nicht. Auto-Tuning. Der Lenkwinkel, Bremskraft. Okay. Driftmultiplikator. Keine Ahnung, was da noch alles kommt. So, nee, ich würde eigentlich gerne nur tanken wollen. Aber warte mal, das muss ich wahrscheinlich dann hier machen, ne? Bei dem Knilch. Ihre Bestellungen. Okay, Treibstoff 37, Hammer. 25, 50. Dann würde ich sagen, kaufen wir gleich die 50. Ist auch um einiges günstiger, ne? Weil das sind 75 für 25 und da haben wir 100 für 50. Und für 75? 125. Nee, ich würde jetzt erst einmal nur die 50 kaufen, weil wir haben 37 drin. Jetzt haben wir 87, also sollte es wirklich mal so weit runtergehen, dann ja. So, und dann fahren wir mal los und gucken, ob wir noch eine Arcade oder sowas kaufen können, weil die Arcade-Maschinen, wenn die dastehen, die generieren ja schön Geld. Oder schauen wir einfach mal, was es da gibt für Maschinen noch. So, einmal aussteigen bitte. Servusler. So, Boxmaschine. Das sind 50, ne, das Ticket. Naja gut, hier sind 25 für 250. Das ist auf Ebene 4, das Vogelschießen. Ticket 100. Da ist natürlich die Frage, wie viel kostet das? Aber gut, ich würde tatsächlich nochmal eine Boxmaschine kaufen. Ich denke, das schaden kann es nicht. Denke ich mal. Und wir sollten uns dann vielleicht die nächsten 500 mal für einen zusätzlichen Parkplatz oder sowas aufheben. Wenn man sieht, wie viele Parkplätze das es da gibt. Ach so, kauf im platzierte Baum 1 im Deko. Oh, okay. Kann ich rückwärts fahren dahin? Oh nee, die Kamera dreht sich. Okay. Eine schnelle Wendung. Dann gehen wir halt mal in den Dekoladen. Ich weiß jetzt bloß nicht, was ein Baum kostet, aber das werden wir ja gleich sehen. Ne? So, Deko, 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 Standgeschäft. Was ist das? Dekorationsgeschäft hier. Einen Baum. Dann lasst uns mal einen Baum pflanzen. Okay, kaufen wir halt mal den hier. Dann haben wir immer noch 140. So. Und wir können ja jetzt schön. Die kommen alle von unserem Park hier, ne? Dann können wir jetzt halt Geld einsammeln und ja, hoffentlich ist es viel und hoffentlich habe ich nicht wieder eine
eine Info, dass ich beraubt wurde. So. Ich kann natürlich auch da stehen bleiben, weil es egal ist. So, den zweiten Boxautomaten würde ich gerne neben den anderen Boxautomaten stellen. Oh, der ist kaputt. So. Ja, da ist alles gleich. Also Reparatur ist immer diese Kabel hier neu zu machen. $350 schon. Holla. $100. 125. So. Dann können wir hier vielleicht mal ein bisschen sauber machen, ne? So, Geld holen, $220, also wir haben schon Lagerbestand nur noch 17, ne? Okay, warte mal, ess was. Ja, danke. Da kommt Geld rein, da kann man nichts meckern, ne? So, achso, ja, der Baum, ne? Der Baum, den brauchen wir noch. Schnappen wir uns mal. Okay, da ist der Baum. Den würde ich gerne hier in der Ecke machen, wo der Burgerladen ist. Schade, dass ich den nicht näher platzieren kann, aber... aktuell ist Level 4. First Decoration, Buyer Decoration als Erfolg. Verdiene $750 an einem Tag. Sollte jetzt kein Problem sein, denke ich. So, da fehlt auch noch mal viel. Achso, da ist noch nichts. Das muss ich natürlich dann später umstellen, ne? Das ist ein wenig blöd hier. Direkt am Eingang. Aber ich denke, die $750 an einem Tag sind jetzt halt weniger das Problem. Wir haben halt schon 18 Uhr. Zum Glück liegt jetzt hier kein Dreck rum. Gehe etwas essen. $25, $25. Her damit, $50. Ah, die Frau hat einen Wumms drauf. Hä? 461, was ist das? Höchstpunktzahl 0. Gesundheit 90, 95. Ja, jetzt wird es dann eh gleich Nacht. Oh. Oh. Na gut, wie viel hast du noch, haben wir gesagt? 11 Stück, also da müssen wir auf jeden Fall Vorrat kaufen. Ein Erfolg abgeschlossen, wunderbar. Gleich wieder ein 100er. Keine Ahnung, was das jetzt für Lichtschein ist hier. Achso, von der untergehenden Sonne, oder wie? Ja, ein bisschen Geld müssen wir ja erst ansparen, ne? Das ist klar. 985 ist die Score. Gleich weiter einsammeln. Immer her mit der Knete. Aber schöner ist es, glaube ich, am Abend, wenn sie dann Lagerbestand sehen. Müssen wir auf jeden Fall noch mal gut einkaufen. Ja, am schönsten ist wahrscheinlich, wenn du es einfach laufen lässt und dann mal hinschaust zu den Automaten. So, gehen wir mal ins Tablet. Mails haben wir keine. Ja, ja, das, den können wir löschen, den haben wir ja schon gelesen. Spankbank. Geschäftskredite, Zahlungen, Menü. Okay. Wir haben auf jeden Fall schon fast einen halben Stern, das ist doch gut. Fähigkeiten. Das kostet dann 2500, ne? Gleiche Adrenalinspiegel von Maschinen und Kunden ist gleich Trinkgeld. Okay. Reduziert die Anzahl der Ausfälle ihrer Maschinen um 15%. Verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Kunde Müll fallen lässt. Standard 50% und dann nochmal minus 10. Könnte ich eigentlich machen. Ja, mache ich. Die 500, die investiere ich gern. Kommt halt drauf an, wie viel
Wow. Nur noch 6 Stück. Kommt halt drauf an, wie viel Müll eigentlich generell anfällt, ne? Schön. Schön, wenn es in der Kasse klingelt. Erfolg abgeschlossen, schon wieder. Start Arcade. Okay. Maschine reparieren. Aktuell ist keine kaputt. Ich weiß nicht, oder kann ich die. Bei dir zum Beispiel 9, dir zum Beispiel 70 Gesundheit, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt zählt als Erfolg. Ja, hat gezählt. Dann haben wir wieder 100%. Okay, kann man auch so reparieren. Die muss nicht einmal kaputt sein. Das waren jetzt halt nur 10 Dollar, aber trotzdem. So, ich würde jetzt halt einfach sagen, wir machen Feierabend, weil ich habe fast keine Energie mehr. So, mit diesem Schild können Sie Ihren Park öffnen und schließen. Sobald er geschlossen ist, werden keine neuen Kunden mehr zugelassen. Und wenn eine Katze drinnen ist, wird sie herauskommen, bis er wieder geöffnet ist. Sie können bequem Aufgaben wie Maschinenreparaturen und Parkorganisation durchführen, indem Sie den Park schließen. So, jetzt weiß ich nur nicht, ob die jetzt halt hier nochmal gekauft haben. Oh, doch. Sammeln wir alles nochmal ein. Okay, und da haben wir nichts. Und du hast nur noch 5 im Lager. Dann gehen wir mal schlafen. Schließen mal den Tag ab. So, wir sind natürlich noch ganz unten, aber wir kommen langsam an Looney Land ran. Deswegen einmal. Ja, deswegen einmal neuer Tag. Dann sind wir wieder voll. Dann fahren wir gleich mal ab in die Stadt, weil der Park ist sowieso geöffnet dann. Das finde ich ganz gut. Man muss nicht extra hin und muss den Park öffnen. Der ist geöffnet. Dann holen wir erst einmal ein paar neue Burger. Holen Sie sich einen Kredit von Spank Bank. Will ich eigentlich nicht. Ich mag das nicht, Kredite zu nehmen in Spielen. Das schadet einem mehr. So, füllen Sie Ihren Stand vollständig mit Vorräten. Machen wir. Servusler. So, Burger. Also da können wir mindestens, ja, wenn nicht mehr. Goodbye. Goodbye. Das passt schon. Jetzt schauen wir mal hier Standgeschäft, ob ich kaufen kann. Ne, also der Hotdog-Stand kostet ein Tausender. Also kaufen könnte ich ihn von der Ebene her, ne? Aber eben weil es 1000 sind. Na gut, wir können ja noch hinten hinfahren, ne? Zum Casino. Können wir mal schauen. Easter Eggs, das werden wir beim nächsten Mal dann machen. Die Easter Egg. So, das ist schön. Ich bin Stammkunde hier. Ich darf hier parken. 450 Dollar. Cool. Dann würde ich sagen, die 1000 investieren wir jetzt halt eben in den Hotdog-Stand. Fahren wir darum. Und warum? Darum. So, Dekoration. Standgeschäft hier. Welcome. Welcome. Einmal den Hotdog, please. Essen ist wichtig, ne? Aber ich würde sagen, ich nehme den Kredit und zahle ihn auch dann sofort wieder zurück. Jetzt wollen wir sowieso erst einmal das Geld einsammeln. Und da werden wir dann wahrscheinlich um die 500 Schilder haben. So. Leute, ich bin Geschäftsführer, ich darf hier parken. So, machen wir den Hotdog direkt hier neben den Burger schon, oder? Hier einfach direkt daneben, zack, gleich am Eingang. So,
So. Lagerbestand 25, das ist wunderbar. $35 für 50 Sättigung. Naja, da halte ich mich dann natürlich gerne an den Burger. Ne? Ist ganz klar. So, was haben wir denn schon? $120? 25? 100? 150 und nochmal 250, Wahnsinn. Okay, gehen wir mal aufs Tablet. Spank Bank. Geschäftskredite. Angeforderter Kreditbetrag. 50. Sie können haben $50 mit einem Bankzinssatz von 20%. Ja, ist okay. So, jetzt musst du $60 bezahlen. In 3 Tagen. Oder wir werden deinen Hintern versohlen. Alles klar. So, Zahlung im Menü. So, haben wir gleich wieder weggezahlt und dann passt es. So, eine Mail. Amusement Park. Neue Parkflächen, um mehr Kunden zu bekommen. Ja, das ist klar, dass ich das kaufen muss. Fähigkeiten geht gerade aktuell eh nichts. Deshalb kriegen wir erst ab Level 7. Dann haben wir hier die Boxmaschine. Ja, cool. So. Na, es läuft doch. So, also diese Teile hier, ne, abgeschlossener Bereich, kostet eben $1000, um so einen Bereich freizuschalten. Ich habe keine Ahnung, wie groß der ist, aber man sieht hier, ist zu Ende. Also, ja, okay, man sieht's. Was mich noch interessieren würde, wäre, kann ich Wege anlegen? Das wäre dann auch noch ganz interessant, ne? 150, 100, also das ist wirklich Geldmaschine. So, 67, wunderbar. Haben wir auf jeden Fall immer noch bei allem einen guten Lagerbestand. Aber ich überlege mir halt wirklich mit dem Reinigen. Ne? Da bin ich mal gespannt, ob ich da... irgendjemanden einstellen kann, der das dann macht oder so. Autsch. $100, $50. Das rasselt in der Kasse, ne? Also es schreit eigentlich schon wieder nach einer Aktie beim Casino. Kaufe und platziere Baum 4. Erfolg abgeschlossen. Jawohl, $100 hier beim Hotdog-Stand. Naja, gut, wir brauchen aber auch Geld, ne? Da muss schon was reinkommen. So, jetzt warte ich mal noch ein paar Sekunden ab. Dann sammle ich nochmal alles ein. Also sollte hier irgendwo ein Bildhänger mal gewesen sein, weil ich gerade sehe, dass wieder mal mein Programm ein wenig spinnt. Also sollte das mal hängen geblieben sein, dann sorry dafür. So. Gucken wir doch mal, was haben wir denn? 210 haben wir hier schon drin. Da nochmal 40. 25. 25. 50. 100. Oh, warte mal. Du kannst eigentlich mal einen Parkplatz freischalten hier. Weil das kostet nämlich 500, das ist ein Doppelparkplatz, können wir uns auf jeden Fall leisten. Danke. Ihr überfahrt mich zwar nicht, aber ihr schiebt mich durch die Gegend, ne? So, der Sprit passt ja noch beim Auto. Oh, Hunger. Ich darf jetzt nicht in die Stadt fahren, weil sonst kann ich mich nicht mehr ins Auto setzen. Wenn ich jetzt hungrig bin, ich muss auf jeden Fall erst was essen. Sorry, dass ich jetzt halt hier den Umweg machen muss, aber es ist wirklich blöd, wenn du dann da in der Stadt stehst und dann kannst du das Auto nicht mehr benutzen und kippst ohnmächtig um. So, bitte ein Burger. Bitte gleich 2 Burger. So, und wenn wir jetzt schon da sind, können wir gleich nochmal sauber machen und das Geld aus den Kassen ziehen. Auch wenn es nicht viel ist, aber jeder Cent zählt. Du bist kaputt.
Machen wir das auch gleich. Na? Na, hallo? Gut. Haben wir schon wieder 1600, ne? So, aber jetzt sind wir auf jeden Fall voll. Dann können wir ins Casino fahren, dann kaufe ich nämlich nochmal einen Anteil. Mein Gott, da muss ich hinfahren, ne? Da komme ich gar nicht drum rum. Das kann ich nicht übers Laptop machen. Mein Geld abholen kann ich jetzt halt noch nicht, aber es wird wahrscheinlich noch nichts drin, ne? Nee. Aber ich kann noch mal eine Aktie kaufen und dann habe ich diesen Abend schon gleich... Was? Nee, nee. Eine will ich kaufen. Ach so, drei, ja. Also dann haben wir drei Anteile. Goodbye. So, dann kaufen wir mal... Kaufe und platziere Baum 4. Also entweder ist es der Baum 4 oder ich muss 4 Bäume platzieren. Schauen wir nochmal. Dekorationsgeschäft hier. Ah ja, Baum 4. Okay, das ist dann der hier. Bitteschön. Ah, G-Plattform. Haha. Das ist cool. Das ist cool. Ich kaufe da jetzt mal eine. Ich meine, um Geld mache ich mir jetzt halt keine Gedanken. Weil wir verdienen auf jeden Fall jetzt halt schon genug jeden Tag. Ich denke, wenn ich jetzt einmal die Automaten durchmache, dann habe ich auf jeden Fall wieder um die 500-600. Und am nächsten Tag dann noch Casino. Da kommen dann vielleicht auch nochmal 300 bis 400 oder 500 rein. So, parken tut auf jeden Fall schon ein Auto dort. So, Dankeschön. Was haben wir jetzt da? Den Gehweg, ne? Ah. Eine G-Plattform. Aber die snappt nicht, oder was? Das ist ja dann komisch. Ups. Moment, 4. Rechtsklick, dann gehen wir mal in eine andere Ansicht. Das finde ich eben auch ganz nett, dass man da die Ansicht ein bisschen verändern kann. Ja, ja, ich will auch drehen. Jetzt ist es gerade. So, und durch das, dass da die Maschinen stehen, dann muss ich eben den Weg jetzt einfach dahin machen. Das ist doch in Ordnung. So, ich meine, das Gute ist, sie können trotzdem verwendet werden. Man sieht halt nur, dass da... Oh, 250, 300, ja, sag mal. Die Boxmaschinen, die lohnen sich auf jeden Fall. Hä? 80, wie viel hast du noch Vorrat? 11, also... Da haben wir noch 210. Erfolg abgeschlossen. Wunderbar. Moment, ich muss nur mal die Automaten reparieren. Arcade, $100. Da nochmal 100. Ach, ey, das läuft ja wie sonst was. Und die Reparaturen, die sind jetzt halt auch nicht unbedingt schwierig. Und die Leute können ja gerne weiterhin an den Automaten gehen. Ne? Manchmal will er nicht aktivieren, wenn ich klicke. So. Wunderbar. Cool. Es läuft ja. 3. Könnte man vielleicht die Stände dann daher machen oder so. Ich weiß es nicht. Ich muss mir mal das angucken mit den Wegen, ob ich die, wenn ich dann mehr kaufe, ob die dann aneinander glitschen oder wie auch immer. Halt, der Baum, den habe ich vergessen.
kurz. Und stellen wir jetzt halt hier im Eingang her. Hier direkt beim Entry kommt dieser Baum hier. Da kann man dann hier vielleicht noch zwei weitere hinmachen, da noch welche. Oder ich mache hier zwei Wege her und dann hier dazwischen nochmal. Weil so wie es ausschaut, ne? Wenn ich jetzt gucke, von hier geht ungefähr bis da. Das heißt, der andere Weg geht ungefähr bis dahin. Dann könnte man vielleicht hier dazwischen nochmal Bäume machen. Müssen wir ausprobieren. Das ist das Einzige, was ein bisschen störend ist, wenn dich die Leute durch die Gegend schieben. Lagerbestand 8. Also da müssen wir auf jeden Fall wieder kaufen. Da haben wir noch 52. Aber da fahre ich jetzt natürlich nicht noch los, ne? Bam, bam, bam. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der Laden automatisch zumacht. Wir haben jetzt 21:20, 22 Uhr vielleicht. Da habe ich beim letzten Mal nicht drauf geschaut, als es passiert ist. 66, 92, 100, 95, okay. Da muss ich ja nichts reparieren, ne? Da geht es nur um den Lagerbestand. Schön, ey, das sind wirklich Spardosen, die Teile hier. Bist nur um Geld sammeln. So, wie schaut's aus, Leute? 22.08 Uhr, kein Ende in Sicht. Die Nacht, die lacht. Yay, kleiner Mann, ganz schönen Wumms drauf. Hm? Highscore, wahrscheinlich ist das dann die Highscore, die ich machen kann. Das wäre denkbar. Na, ihr steht auf das Zeug, ne? Gleich Nummer 50. Na gut, aber du hast ja jetzt eh nur noch 7 Würstchen. Du bist so hungrig, ist jetzt etwas? Nee, wir machen jetzt den Laden zu. Ich weiß gar nicht, ob ich den zumachen muss. Wenn ich nicht einfach nur schlafen gehen kann. Jetzt war mal 23 Uhr. Nee, passiert nichts. Okay. Also, wir sind immer noch natürlich recht weit unten, aber wird schon ein neuer Tag. Yay, welcome. Kaufe und platziere Vogelscheißen, schießen. Alles klar, machen wir. Aber dann erst beim nächsten Mal, würde ich sagen. Gut, das soll es tatsächlich für heute gewesen sein, Leute. Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, auch in dem Spiel. Und es macht Spaß. Muss ich tatsächlich zugeben, das macht Spaß. So simpel wie das Game auch ist, macht Laune. So, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.